Ich möchte euch heute gerne das Lenovo ThinkPad 8 vorstellen. Es ist ein 8,3 Zoll Tablet mit Windows 10 Pro. Dieses Tablet verfügt über eine WXGA-Auflösung 8,3 Zoll. Es hat einen Flash-Speicher mit 128 GB. Es verfügt über eine Kamera und einen kleinen LED-Blitz. Ja, ich möchte euch dieses Gerät gerne mal kurz vorstellen. Es ist relativ leicht. Es verfügt über mehrere Anschlüsse. Auf der einen Seite, und zwar auf der rechten Seite, ein Micro-USB 3.0-Anschluss. Das ist ein etwas besonderer Anschluss. Das Kabel liegt aber auch in der Verpackung mit bei, zum Laden zu nutzen und auch eventuell für einen Dock-Connector oder andere Dinge. Das heißt, hierüber kann alles angeschlossen werden. Es ist abwärtskompatibel. Das ist ein Hinweis. Man kann auch das Ganze als normalen Micro-USB-Anschluss in der 2.0-Variante nutzen. Dann ist der zusätzliche Port nicht belegt. Laut- und Leiseregler. Dann haben wir als kleine Besonderheit, es ist etwas schwer zu erkennen. Man würde es wahrscheinlich ja, stecknadelgroß, diese oder ja, Büroklammergroß, kann man sagen, ist diese kleine Vertiefung. Diese kleine Vertiefung hat einen ganz einfachen Hintergrund. Man kann mit dieser Vertiefung das Tablet in die Werkseinstellungen zurücksetzen. Das heißt, sollte es mal zu irgendeinem Problem mit dem Betriebssystem oder irgendeinem Update kommen, kein Problem, mal ganz von außen wieder zurücksetzen. Und der An- und Ausschalter. Auf der anderen Seite haben wir einen Micro-HDMI-Anschluss. Vorteilhaft, wenn man Präsentationen abhält in irgendeiner Veranstaltung. Man kann einfach den Beamer daran anschließen. Das funktioniert hervorragend. Unter einer kleinen Kunststoffabdeckung, die man zur Seite drehen kann, finden wir zwei Slots, einmal einen Micro-SD-Slot für Speicherkarten. Getestet habe ich es jetzt mit 128 GB, die laufen problemlos. Und ein SIM-Karten-Slot ist eine Mini-SIM, das heißt keine Micro-SIM, sondern Mini-SIM, für ein eingebautes UMTS-Modem HSPA Plus. Einfach wieder reinklicken, und schon sieht man es gut versteckt. Die Außenkante ist Gummi, also ist gummiert. Die Rückseite, man hört es, ist Metall. Das Display ist Glas. Und an der Unterseite ein 3,5 Zoll Klinkenstecker oder Anschluss für 3,5 Zoll Klinkenstecker. Hier könnt ihr eure Kopfhörer anstecken. Ebenso verbaut zwei Lautsprecher, das heißt Stereo Musikgenuss ist möglich. Wir nehmen das Gerät einmal kurz in Betrieb. Man sieht es schon leider viele Finger. Das ist der Nachteil an diesen spiegelnden Displays. Der Startvorgang ist relativ schnell. Ja, das sehen. Es ist ein Kaltstart, das heißt, es war nicht in einem Standby oder derartigen Dingen. Es ist komplett heruntergefahren. Nicht wundern, ich habe den Anmeldevorgang etwas verkürzen müssen, damit man die Startseite nicht mit meinen Kontodaten sehen kann. Das einfach als Hinweis. Es hat allerdings nicht sehr viel in der Startzeit gefehlt. Ihr seht ein volles Windows 10 in der Pro-Variante. Scrollen, keine Probleme. Also es läuft flüssig, es geht schnell voran. Es ist alles vorhanden. Wir machen einfach mal jetzt einen kleinen Test, dass ihr einfach mal seht, wie schnell man eine Seite von. Und zack, schon ist eine Innenseite sauber aufgebaut. Funktioniert sehr gut.
Wir machen einfach mal Videos auf und machen mal HD-Test. Dann gehen wir einfach mal. Raus. Man sieht es, ein HD-Video in einer hervorragenden Auflösung, auch die Farbqualität sehr gut. Sound, ich hatte es schon angesprochen, zwei Lautsprecher, Stereo-Sound, auch das einfach mal kurz zum Vorführen, damit ihr sehen könnt, was kann das Gerät. Groove Music als Nachfolger von Xbox Music. Wirklich, das funktioniert gut, ist eine kleine Umstellung zu iTunes, aber man gewöhnt sich dran. Ihr hört, es klingt gut. Sound ist wirklich hervorragend. Die Ladezeiten bei Groove Music variieren ein bisschen. Im Internet ist es relativ schnell. Nachteil jetzt hier, die Daten liegen alle auf einer Micro-SD. Und sobald die Daten von Micro-SD kommen, dauert es etwas länger. Die Musik auch aus dem Erzgebirge, genau wie der Test. Vanessa Louise Winkler, auch eine musikalische Empfehlung. Ja, ein Gerät für unterwegs. Man kann es wirklich hervorragend nutzen. Es ist für kleinere Präsentationen noch gut geeignet. Es hat die integrierte Intel HD Graphics. Prozessor, ein Intel Z3770. Das ist ein Intel Atom Quad Core. Das ist für die normale Nutzung für so ein kleines Tablet auch problemlos möglich. Was man wahrscheinlich machen kann, man sieht es, Kindle ist auch drauf. Ist es zum Lesen gut geeignet? Also, wer abends auf der Couch oder im geliebten Bett noch etwas lesen möchte, einfach in die Hand nehmen. Es ist ein guter Buchersatz. Die Akkulaufzeit ist recht gut. Also, man kommt im Schnitt, so habe ich es jetzt geschafft, bei normalen Helligkeitseinstellungen, WLAN-Konnektivität, jetzt also nicht mit UMTS, auf locker 7 bis 8 Stunden. Also ich habe es bis jetzt meistens geschafft. Und ich bin jetzt keiner, der den Bildschirm extrem dunkel dimmt und kaum noch was lesen kann. Also es lässt sich gut anwenden. Es ist wirklich hervorragend. Verarbeitung ist sehr gut. Ich hatte schon gesagt, gummierter Rand, Metallrückseite. Die Besonderheit, die Lenovo immer bietet, der ThinkPad-Punkt leuchtet. Ich finde das irgendwie charmant, sieht gut aus. Man kann es wirklich empfehlen. Es ist ein Gerät. Das ist ein gutes Ersatz oder ein guter Ersatz auch für ein iPad. Das muss man einfach jetzt mal so einschätzen. Ich kenne viele, die dann sagen, ja, ich habe mir ein Original-iPad gekauft. Das ist alles okay, kann jeder machen. Unterschied ist natürlich extrem. Bei diesem Gerät ist man mit um die 300 € dabei. Und bei einem iPad fangen wir vielleicht mit 300 € an, mit kleinem Speicher. Das heißt, wer so ein Gerät kauft, ist es wirklich eine gute Alternative. Von der Größe her, ich hatte gesagt, 8,3 Zoll Display, es ist leicht, es hat einen ordentlichen Windows-Button, funktioniert sehr gut. Wichtig, auch vorne haben wir noch eine Kamera für eventuelle Skype-Videos, das heißt auch für kurze Telcos oder kurze Konferenzvideos problemlos machbar, wer skypen will. Gerne. Einen kleinen Haken hat es, das muss ich auch erwähnen. Den finde ich persönlich nicht ganz so prickelnd. Es ist aber jetzt nicht das, wo man sagen muss, es ist das ausschlaggebende K.O.-Kriterium bei so einem Gerät. Das ist das Display als solches. Und zwar, wenn man so ein Gerät hat, dann wünscht man sich, dass man es mit einem Digitizer bedienen kann.
Hier bei diesem Display gehen nur kapazitive Eingabestifter. Das ist natürlich von der Auflagefläche her ungünstig. Das heißt, einfach mal so in einem Meeting sage ich, nehme ein kleines Tablet, ich mache Notizen, ist dann eher schwierig. Der große Bruder, das ThinkPad 10, auch bei mir schon einem Hands-on gewesen, hat diesen perfekten Lenovo Digitizer dabei, diesen aktiven Stift. Und ich muss wirklich sagen, ja, diesen Stift hätte ich mir für dieses Gerät auch gewünscht. Nun ist es leider nicht so. Nichtsdestotrotz ein schönes Gerät für den normalen Alltag perfekt geeignet. Mein kleines Fazit für euch: Wer eine gute Tablet-Alternative ohne iOS oder Android sucht, in einer Preiskategorie um die 300 Euro. Gebraucht kann man die Geräte auch billig erwerben, möchte ich dazu noch erwähnen. Einen großzügigen Speicher von 128 GB haben möchte und ein integriertes Modem mit HSPA Plus, für den eine klare Empfehlung: kaufen und Spaß damit haben. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich über positive Kommentare sehr freuen. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr meinen Kanal adden würdet. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Matthias.